begrüße euch zur PK vom Spiel bei Borussia Mönchengladbach. Rund 1000 SC-Fans haben sich den Freitag freigenommen, um uns abends im Borussia-Park zu unterstützen. Vielen Dank dafür jetzt schon. Nicht dabei sein wird Philipp Lienhardt nach seiner Gehirnerschütterung vom Spiel gegen die Hertha. Lukas Kübler wurde am Samstagabend gleich noch operiert, hat jetzt eine Platte drin, auch von unserer Seite hier. Gute Besserung. Eine Frage an den Trainer, bitte. Bei Lienhardt, kann man das dann abschätzen, wenn dann nach der Länderspielpause ist er dann wieder dabei, oder? Kann man nicht. Ich heute gestern Fahrrad gefahren. Vorher war es ganz gut und hätte dann wieder Schwindel gehabt. Keine Prognose abgeben. Momentan. Für Gulde und Koch noch zu früh. Gulde, ja. Musste punktiert werden, auch noch im Oberschenkel. Koch ist in der. Robin ist im Aufbau. Das ist völlig. Noch nicht möglich, dass ich spiele. Oder? Sind auch nicht auf dem Trainingsplatz, auch nicht im Mannschaftstraining. Also wird sicher einer der beiden Schlotterbecks in die Innenverteidigung einrücken. Das hat ja auch schon mal Mike Franz gespielt als Montagel. Einer oder zwei. Je nachdem, wenn man Viererkette spielt oder Dreierkette. Ein oder zwei. Also Sie trauen es beiden, dem Älteren wie dem Jüngeren zu, bei so einem Gegner wie Gladbach auswärts ihrem Mann da auch zu stehen. Ist ja keine leichte Aufgabe. Genau. Ja, wir. Dafür sind wir auf Freiburg. Dafür stehen wir dann und das machen wir dann mit Überzeugung und mit der Unterstützung von den erfahrenen und älteren Spielern. Weil die Unterstützung haben sie und zwar nicht dann am Samstag, sondern immer. Und deshalb. Ja, ein oder zwei, je nachdem. Und welcher dann, wenn man nur eine, sage ich nicht. Wobei der Jüngere ja nicht nur diese Situation beim Tor hatte, sondern wurde von allen auch praktisch das Zweikampfbilanz, habe ich gelesen. Kann das sein? 86%? Ich habe jetzt mal geschaut, wer jetzt Zweikämpfe. Und jetzt irgendwie weiß ich es gar nicht mehr so genau. Ich meine, das ist immer so die Sache, ne? Wenn es 86%, es kommt immer darauf an, wie viel das du führst. Also, ne? Aber er hat es gut gemacht, aber er hat sich auch mal das eine Mal, hat er dann halt den Freistoß verursacht, wo der Gegenspieler darauf wartet, dass er den Fuß aufsägt, ich weiß nicht, ob es Kalou war oder Veda Ibisevic. Aber andere machen ja auch Faul zum 16er, nicht nur Junge. Und von dem her. Hätte gut gemacht und hätte die maximale Unterstützung vor allem gehabt. Auch schon die Woche vorher. Und deshalb haben sie die jungen Spieler wirklich bei uns. Also ich war auch mal ein junger Spieler und ich habe auch als junger Spieler in Freiburg gespielt. So ist es nicht. Und ich hatte sehr zugewandte Trainer, auch für Junge, im Lutz Hangartner. Aber da haben sich die Zeiten schon brutal geändert. Wie damit mit vermeintlichen Konkurrenten umgangen wird. Und da muss ich sagen, zum Glück hat sich da die Zeit extrem geändert. Weil in dem Punkt wird es ne wirklich echt nicht schwer gemacht. Was gut ist. Wenn Sie sich quasi für beide entscheiden würden, hätten Sie natürlich wieder keinen Verteidiger sozusagen mehr auf der Bank. Baumum. Okay, trainiert mit der Mannschaft. Ich meine, ist die Woche nicht viel trainiert. Von der Umfänge wenig, natürlich relativ wenig. Auch von der Intensität nicht viel. Weil sie doch sehr, sehr, sehr müde waren am Spiel gegen Hertha. Jetzt haben wir eine kurze Woche. Chico mitgemacht. Der ist mir jetzt entgegengekommen. Und jetzt wird er aller Voraussicht nach in der zweiten Mannschaft spielen am Sonntag. Dann haben wir nächste Woche Thun. Da
Donnerstag. Nicht öffentlich, Entschuldigung. Oder was heißt, kannst du sagen, aber nicht öffentlich. Das war nochmal für uns dann einfach, ist auch nicht wichtig. Aber dann kann er da spielen. Wenn alles gut geht, dann hat er schon mal zwei Spiele zu Teile absolviert. Dann schauen wir weiter. Ich habe noch eine Frage zu dem davor. Sie sagten, das ist einfacher für junge Spieler heute, als es früher war, zu Ihrer Zeit noch. Warum hat sich das denn geändert? Was glauben Sie, warum sich da was verändert hat? Ja, es war zur damaligen Zeit, was im Fußball nochmal natürlich, es hat ja auch geschichtlicher Hintergrund. Und Fußball dokumentiert ja auch immer ein Stück weit, wie es dann halt ganz gesellschaftlich ist. Schon sehr hierarchisch und sehr männlich geprägt. Und sehr, auch in vielen Bereichen, sehr, sehr autoritär. Im Sinne von, der Junge soll erstmal zeigen, was er kann und geht erstmal durchs Stahlbad und entweder hält er es aus oder nicht. Und manchmal ist es heute schon so, dass dann natürlich schon zum einen oder anderen Junge mal vielleicht jetzt gar nicht so schlecht wäre, wenn er mal so 2-3 Stunden reingeschnuppert hätte, wie es damals war, mal in so ein Training. Weil dann bräuchte ich viel, viel weniger Worte beim einen oder anderen. Wenn du es selber erlebst, ist es immer anders, als wenn da jemand was erzählt. Aber grundsätzlich war das natürlich schon teilweise also sehr, also über die Grenze halt. Und das ist heute viel, viel weniger und bei uns insbesondere ist es, wir legen auf sowas einfach gar keinen Wert, weil wir nicht glauben, dass dadurch die Leistung oder die persönliche Entwicklung des Spielers positiv beeinflusst wird, sondern im Gegenteil, dass es eine negative Entwicklung ist und dass das dann ja weitergegeben wird. Und das, was du lernst, gibst du ja oft auch weiter, auch wenn es gar nicht gut war. Und das war schon, aber das ist jetzt schon lange her, ich rede jetzt halt vor 30, 35, 40 Jahren. Aber da war es schon noch extrem halt. Und das ist nicht mehr so. Heute geht es darum, mehr nochmal, was auf dem Platz passiert und was der Einzelne kann. So, das ist eine andere Zeit. Und in der Beziehung hat sich die Entwicklung sehr, sehr positiv. Bringt das was, in dem Fall das Hinspiel nochmal auszugraben, nochmal zu thematisieren? Ja, also, wenn das positiv ist. Klar, extrem positiv war. Also, das war ein. Das Spiel gegen Gladbach im Hinspiel war. Ja, da war ich durch und durch von Freude durchdrungen. Weil das war ein großartiges Fußballspiel für uns, fand ich. Im Rahmen unserer Möglichkeit, ich sage es immer wieder extra, nicht, wir vergleichen uns nicht mit Mannschaften, wo wir es nicht vergleichen können, aber das war fußballerisch, taktisch die Umsetzung gegen keine schlechte Gladbacher Mannschaft, da waren wir klasse. Aber das ist nie vergessen. Morgen ist wieder was anderes, aber das ist positiv. Das wissen Sie auch und natürlich kann man da, wenn man will, 2-3 Bilder zeigen. Keine Frage. Kann man oder macht man? Kann man, weiß ich noch nicht. Ich weiß noch nicht heute, was ich morgen mache. Ich weiß ein paar Sachen, aber viele Dinge, das entwickelt sich, sind im Kopf, aber ich weiß es nicht. Ist auch nicht entscheidend, aber es war einfach gut, es war in vielen Dingen war es gut mit dem Ball, gegen den Ball. Ja. Ich sage, für uns war es, also vom Fußballerischen und vom Kreativen und von der, das war das beste Spiel. Für mich, klar. Auch für mich, vom Empfinden und so. Aber wir haben noch ein paar andere gute gemacht. Sie sprechen von dieser Saison. Selbstverständlich. Frau, bitte. Nur das 1-5 gegen die Bayern gegeben hätte, würde ich das Thema nicht ansprechen. Aber es gab halt auch 0-3 gegen Wolfsburg, 0-3 gegen Hertha. Die letzten 3 Heimspiele von Mönchengladbach, wie analysieren Sie das? Was ist da los? Ja, das ist, klar, das gab es, das ist Fakt, da haben Sie recht. Wenn der Hertha die ersten 30 Minuten anschaust und weißt das Ergebnis nicht, dann denkst du, ja, die kriegen jetzt 3 oder 4 eingeschenkt. Aber die Tore, die dann Hertha gemacht hat, waren
fein und Gladbach hat keine gemacht, warum auch immer, und hat dann 3-0 verloren. Bayern war auch eng, wenn sie hinterher die Tore kriegt. Faktisch, sie haben Tore gekriegt. Gindes war verletzt. Jetzt, Matthias Ginter. Fehlt ihnen natürlich total. Sie spielen vorwärts. Und der Gegner war halt da extrem effizient und mit Qualität. Natürlich können wir auch auswärts ein Tor schießen. Und wir fahren dahin nicht, um anständig zu sein und lieb. Und Gladbach spielt uns her. Weil sie natürlich spielerisch brutale Qualität haben und wahnsinnig viel Tempo und so, aber genau, also mit dem Analysieren, wir sehen ja, was sie machen, das ist ja erkennbar, das ist aber unabhängig von den Ergebnissen, welche Abläufe sie haben, wie Stindl schwimmt, Stindl immer ins Mittelfeld, dann machen sie die Innenverteidiger arbeitslos, braucht es da nicht alles sagen, ist ja klar, das Spiel, aber sehr flexibel, sehr variantenreich. Lange Ball, Querlaufe, Player und Assad mit seinem Sautempo und Player. Da spielen sie den Ball über die Viererkette drüber, Stindl kommt raus und zieht die Innenverteidiger mit und so weiter. Sehr ausgewogen. Aber in den Spielen haben sie es halt nicht durchgebracht, selber offensiv, und waren nicht effizient. Wie gesagt, analysiert haben wir es, sie werden uns auch analysiert, sie wissen auch, wie wir kicken, das ist ja klar. Schwierig zu beurteilen, man kann es kaum glauben, Gladbach, dann die 3 Spiele, 11 Tore, aber wissen Sie, an sowas sollte man es jetzt nicht, also wir wissen, dass ich Tore gekriegt habe, aber das muss dann reichen, weil sonst sind wir ja im Land der Träume und das bringt ja nichts, es geht um die Umsetzung morgen, was wir machen können, aber natürlich fahren wir nach Gladbach, um ein Tor zu schießen, oder wenn es geht, 2. Klar, und wir können auch Tore schießen, das ist ja das Schöne, dass wir in der Saison zeigen, dass wir, wenn wir gewisse Qualitäten haben, sehr wohl Tore schießen können. Und zwar nicht immer nur eins. Wir schießen auch mal keins, das ist uns auch passiert, aber das passiert anderen auch. Und das gibt uns natürlich schon Vertrauen. Einer, der auch mal Tore schießen kann, ist Vincenzo Grifo. Mhm. 6 Scorerpunkte, alle daheim. Auswärts. Wenn es zieht. Und jetzt wird es zieht und genau an der Stelle. Also er spielt zum ersten Mal gegen seinen Ex-Club. Insofern wünscht man sich da, dass der Knoten platzt auch auswärts. Ja, dass er seine Aufgabe erfüllt, ohne zu starke Emotionen. Habe ich aber keine große Bedenken, dass er nach Gladbach fährt und nicht zeigen will, wie außergewöhnlich gut er ist, der Vince. Dass er zu viel will, dass er muss genau an seiner Aufgabe arbeiten. Gegen den Ball, mit dem Ball, seinen Auftrag erfülle individuell, emotional sein, so wie er ist, aber nicht drüber, dann Tor machen oder 2 vorbereiten oder so, wenn es geht. So wäre es dann gut. Ist es für Sie nicht ein bisschen erstaunlich, dass er so in Freiburg so gut funktioniert und weder in Gladbach, also da hat er gar kein Tor geschossen, 17 Einsätze ohne Tor, aber Hoffenheim 1, glaube ich, relativ wenig Einsätze. Und jetzt in Spielen funktioniert in Freiburg gut. Ja, aber der Vinci funktioniert nicht. Der Vinci ist der Vinci, das ist... Ich habe keine... diese Sache mit Laie und da... Ich bin wahrlich kein großer Freund davon. Beim Vinci habe ich nicht einen Millimeter Zweifel gehabt. Weil, und nochmal, er hat in Hoffenheim gespielt und in Gladbach. An der Geschichte von Vinci siehst du, wenn jemand zweifelt über eine ganze Saison, da siehst du die Qualität, was solche Mannschaften haben, an Spielern. Weil jeder Trainer stellt ja immer mit bestem Wissen und Gewissen die Spieler auf, die dafür sorgen, dass man am ehesten gewinnt. Und da siehst du mal, was da rumrennt in den Vereinen an Qualität. Und das ist auch ein Grund. Also der Vinci ist bei uns und der Vinci spielt ja jetzt regelmäßig. Ich will nichts versprechen, aber spielt ja regelmäßig und spielt und hilft uns natürlich richtig. Weil er so viel Qualität hat, aber das, weil er hat richtig, der Vinci hat Qualität. Er hat natürlich neben dem Platz auch eine große Qualität. Er ist super. Er ist
total klar und ein freudiger Mensch, der einfach also wirklich nichts lieber tut als Fußball spielen. Der Fußball liebt und der es einfach kann. Und der auch bereit ist zu arbeiten, weil er hat Defizite, wie jeder Spieler, ich habe auch Defizite. Jeder Mensch hat Defizite in gewissen Bereichen. Defizit ist das falsche Wort, hat Dinge, die man verbessern kann. Und das tut der Winsche. Aber er macht es nicht immer gut dann. Aber dann probiert er es wieder. Aber ich habe keine Zweifel gehabt. Weil hier ist es genau, so ist es genau richtig. Wir haben das braucht ihn, außerhalb vom Platz und auf dem Platz. Und er hat uns braucht. Wir haben uns ja auch vermisst. Ich will jetzt nicht noch weitergehen. Aber es ist so. Es ist so. Es ist so, es ist halt nicht nur irgendein Spieler, der funktioniert oder so. Es geht nicht um Funktionieren, es geht um was anderes. Und deshalb sind wir alle froh und die Fans freuen sich. Und wenn es einen Freistoß gibt, hörst du schon hinter dran, ich hinter dran mit dem Namen. Obwohl er kein Freistoß-Tor geschossen hat in der Bundesliga, wo er weggegangen ist. Das Jahr vorher. So ist es gut. Ich bin froh. Wird da im Hintergrund schon daran gearbeitet, dass diese Freude im Sommer nicht wieder vorbei ist? Ja, das ist kompliziert natürlich. Ich weiß ja, wie das ist. Qualität und Können und gewisse Dinge, dann wird es schwierig. Wir müssen halt immer, oder manche sind ja auch länger da und so, aber können jetzt nicht einrichten immer auf die ganz große Qualität über 10 Jahre, die nächsten 10 Jahre, dass es eh dann so sein wird. Man wird immer wieder ein bisschen runtergeholt, damit wir demütig werden und dann probieren wir wieder was gemeinsam zu gestalten und dann freuen wir uns wieder besonders. Mir, Trainer und ihr und Zuschauer. Das ist halt so. Aber schwierig heißt im Winches Fall nicht unmöglich. Ich denke mal, Sie werden wahrscheinlich sich möglichst weit zur Decke strecken, damit das auch länger vielleicht wieder. Gehören viele dazu, zu so einem Prozess. Vereine, denen ich sie gehöre, Spieler, Ambitionen des Spielers, was ist der richtige Schritt? Finanzielle Möglichkeiten und so weiter. Das sind viele Dinge. Aber ich will nicht träumen, es bringt nichts, weil das Problem ist, wenn ich jetzt anfangen zu träumen und dann wird es enttäuscht, dann bin ich, und es klappt nicht, dann bin ich saumäßig enttäuscht. Der Trainerwechsel macht es wahrscheinlich auch ein Stück weit komplizierter, der in Hoffenheim jetzt ansteht. Wahrscheinlich. Der Trainer wird wahrscheinlich nicht von vornherein sagen, den will ich nicht. Ja, ich hoffe, dass Hoffenheim noch mal richtig rührig wird. Und nochmal richtig zuschlägt, dann weiß er nicht, wie es ist. Aber es bringt nichts. Es bringt nichts zu träumen. Die Träume werden dann immer enttäuscht, wenn du zu viel träumst. Ist mit dem jetzigen Punktestand so ein kleiner Mini-Traum schon mal in Erfüllung gegangen? Also zumindest kein Traum, aber eine Hoffnung? Ja, also wenn es hofft, dass es so kommt jetzt. Wenn sie mal vor 3 Wochen gesagt hätte, wenn 6 Punkte mehr dann 3 Wochen später. Dann hätte ich eingeschlagen. Super, dass man. Es ist jetzt nicht alles rund gelaufen mit wieder mit Kübi und Philipp Lienhardt und das letzte Spiel. Konnte nicht auswechseln und so, man hatte nur noch einen Wechsel. Dann taktisch und kräftemäßig. Und sie haben es geschafft, die Jungs wieder. Gegen viele Widerstände und den Widerstand Hertha BSC gab es ja auch noch. Aber so ist es ja nicht. Die in Gladbach dann 3-0 gewinnen zum Beispiel. Super, ich bin sehr, sehr zufrieden. Aber wir sind nicht satt. Wir fahren nicht nach Gladbach, um nett zu sein. Wir wollen fahren nach Gladbach, um zu fighten und zu malochen und wirklich alles rauszuhauen. Es geht natürlich einige zur Nationalmannschaft, das macht einem auch, das freut einem sehr. Aber hoffentlich kommen sie gesund zurück und sind nicht total platt mit den vielen Verletzten, die wir haben. Aber. Es könnte ja auch sein, man hätte viel, viel mehr Sorge. Neben dem. Das kommt ja eh und dann hätte ich 6, 7, 8 Punkte weniger. Oder? Aber das ist nicht der Fall. Und ich bin sehr, sehr zufrieden mit Entwicklungen für Spieler. Sehr, sehr zufrieden.
wie sie sich präsentieren, Mike Franz, was er alles spielt, wie er reinwächst in die Rolle als Kapitän, wie er wirklich total Verantwortung übernimmt und präsent ist und zuhört. Wir können gut miteinander reden und ist sehr, sehr verantwortungsbewusst. Amir Abrashi, wer hätte gedacht, dass Amir Abrashi so da ist? Deshalb brauchen wir jetzt ein paar Tage runterfahren für den. Und so weiter. Nils macht Tore da immer wieder daheim. Wir haben viele, viele positive. Kübi war eine sehr gute positive Entwicklung gehabt. Jetzt passiert halt das. Aber ich bin sehr zufrieden. Die Jungen haben gespielt, haben es gut gemacht. Philipp Lienhardt. Eine gute Geschichte wurde. Echt, also alles nur nicht selbstverständlich. Aber da bin ich halt wieder bestätigt. Sie machen es halt auch so miteinander, wie sie es machen. Und das hilft allen. Und das ist gut. Und da bin ich sehr. Das gibt uns Kraft im Trainerbüro und so. Weil wir natürlich auch die ganze Zeit an der Tafel stehen und sagen, wie machen wir es jetzt? Und taktisch. Das geht alles mit. Und wenn wir es am Freitag über den Haufen werfen und die ganze Woche was anderes und da gemacht haben und am Freitag sage, es geht nicht andersrum, dann hocke ich sie nicht da und sage, oh, was macht denn der? Da geht es geradeaus wieder. Weil in letzter Woche war es schon öfters mal so, dass man. Nein, doch anders. So. Also es war nicht nur das, was ich da geschwätzt habe in der Pressekonferenz taktisch, sondern es war wirklich so, dass noch so viel offen war. Herr Streich, die vor uns liegende, vor uns allen liegende Strecke, der 6 Spiele, die jetzt kommen, das sind 4 von auswärts. Die beiden Heimspiele, wo man ja ein bisschen mehr Hoffnung immer hat, sind gegen Bayern und gegen Dortmund. Mancher Fan malt sich da ein Worst Case aus. Haben die irgendwie eine Botschaft auch, um den Jungs ein bisschen Hoffnung zu geben, die den SC unterstützen? Ja, also wir müssen einfach hinkriegen, dass es einfach schwer ist, gegen uns zu spielen, ob daheim oder auswärts für den Gegner. Wir haben diese Saison schon gezeigt, dass wir gewinnen können auswärts. Nicht oft, aber immerhin 2-mal. Und wir haben 4-mal Unterschiede gespielt, auch gegen Mannschaften, die gut sind. Die klar besser sind als wir. Wie Bayern zum Beispiel. Wir sind, jetzt müssen wir schauen morgen, aber wir haben noch kein Spiel gehabt, wo wir so vollständig zusammengebrochen sind. Toi, toi, toi. Oder wo der Gegner uns dann so richtig abgeschossen hat. In so ganz schlimmer Art und Weise. Wo haben wir 3-0 verloren in Frankfurt. Aber sind wir irgendwie auch nicht abgeschossen worden. Wir haben 3 Tore gekriegt, aber abgeschossen worden sind wir nicht. Nein, wir haben ein Tor gemacht. 3-1. Zweite Halbzeit haben wir das Tor gemacht. 3-0 stand es Halbzeit. Okay. Er hatte schwierige Leverkusen, du kannst auch ein, zwei Tore mehr werden für Leverkusen, hätte können sein, ja, aber wir hätten auch noch eins schießen können, aber vielleicht wieder mal 3-4-0, aber wir sind stabil. Wir müssen aushalten, wenn wir Gegentore kriegen und weitermachen. Das muss abprallen an die, andere kriegen auch Gegentore. Das funktioniert und solange das funktioniert und wir stabil bleiben und nicht ganz der Saft ausgeht bei denen, die jetzt ganz viel geleistet haben oder lang verletzt waren und zurückgekommen sind und jetzt wie Amir und so. Solange das so ist, wie es jetzt ist, bin ich sehr optimistisch. Wir haben das Gefühl, wir sind stabil. Bei den ganzen Dingen, die uns, wo wir meinen können, das wird jetzt destabilisieren. Aber es hat uns bis jetzt nicht destabilisiert, in keinster Weise. Das ist sehr. Wir können uns aufeinander verlassen und wenn man halt ein paar Fehler und wenn das ist oder das, dann kommen andere. Es funktioniert, ist erstaunlich, dass mir das jetzt funktioniert in der Bundesliga, auch jetzt die letzten 2 Jahre. Aber es hat halt mit vielen Dingen was zu tun, habe ich schon öfters drüber gesprochen. Von dem her, wir haben keine Angst, wenn wir auswärts irgendwo spielen. Wirklich nicht. Wir fahren hin und mit voller Überzeugung. Und wenn wir wieder eine kriegen und verlieren, das nächste Mal ist nicht so, das war total. Wir stehen gut da, wir sind zufrieden, wir haben punktet. Die Gegner haben Respekt vor uns, was sie auch ein Stück weit ein bisschen haben sollte, finde ich. Und gut, okay, braucht niemand. Worst case ist, finde ich, dann nicht angemessen, also als Gedanke, überhaupt nicht. Denn andere wirklich das ein oder andere Problem mehr. Sie haben gesagt, dass nächste Woche wieder Nationalspieler wechseln. So ganz viele fallen mir schon gar nicht mehr ein, weil mit den Verletzten, die ja dann auch da in Frage kommen, wer ist denn da? Luca. Winche. Weiß ich nicht, abschließende Karte, wenn ich der jetzt komme, ist er schon gekommen jetzt, heute. 20 Minuten.
Auch nicht, okay. Einige halt. Wer ist noch? Schauen Sie nach. Pascal? Lina? Lina hat gestern Schwindelgefühl gehabt. Das sieht, sieht überhaupt nicht gut. Also, Lina, das ist alles okay. Der ist Fahrrad gefahren, da war es am Tag vorher gut. Also nicht, dass er jetzt da meint. Aber dann ist er gefahren und dann hinterher war es ein bisschen schwindig wieder. Das heißt, es ist nicht ausgestanden. Kopf, gefährlich. Die Ärzte müssen es miteinander abklären, aber ich gehe nicht davon aus, dass er nicht mitgeht. Nils vielleicht auch weg? Ich weiß nichts. Ne? Jetzt müssen wir mal abwarten. Am Wochenende Verletzungen und was noch alles kommt. Also kann immer Sachen passieren und dann werden wir sehen. Apropos Worst Case von eben noch, der sind die Bayern auch ausgeschieden und der darüber diskutiert, ob der deutsche Fußball quasi seinen Tiefpunkt momentan erreicht hat oder ist das für Sie nur eine Momentaufnahme und alles gar nicht so wild oder verlieren wir da den Anschluss nach WM aus in der Spitze Sieg und in der Spitze europäisch? Ja klar, nein, Tendenz. Natürlich sind es Tendenzen, wo irgendwo auf was hinweisen, aber überbewertet darf man es nicht. Natürlich war es so, dass Dortmund gut gespielt zu Hause gegen Tottenham. In Tottenham lief es auch blöd, Bayern in Liverpool okay. Klar, du siehst natürlich, du brauchst natürlich extrem gute Spieler, um dann auf europäischem Top-Niveau dann zu sein und in ein Halbfinale zu kommen, in der Champions League. Und wenn du natürlich siehst, was andere für Möglichkeiten haben, da sind andere natürlich auch voraus. Aber was heißt voraus? Die haben einfach noch viel, viel mehr Geld. Wenn sie irgendwelche Leute haben, denen es völlig egal ist, ob sie eine für 100 Millionen kaufen und es nicht mehr nicht verdient werden muss, sondern von irgendwie außerhalb einen muss Privatjet holen, der irgendwie was weiß ich, wie viele Milliarden hat, was ja eh völlig absurd ist, aber egal. Und dann werden da halt Spieler gekauft und die Spieler verdienen dort viel Geld und dann wird es zusammengestellt und wenn wird ein super Trainer geholt, dann ist es natürlich schwierig, gegen die zu bestehen. Das hat ja auch was mit Prozessen zu tun. Und das hat aber auch andere Vereine haben vielleicht früher gewissen. Und es hat was mit Prozessen zu tun, dass Ajax jetzt zum Beispiel erfolgreich jetzt gerade in der Champions League, weil sie gut waren zweimal besser als Real. Man City ist jetzt auch schon eine Weile zusammen. Man City, Liverpool ist richtig, zusammen. Stimmt. Bayern ist ein bisschen langsam im Umbruch vielleicht. Genau, und aber der kommt, wie sie es gesagt haben. Und dann war gestern schwierige Chemiezersätze und so. Dann hast du einfach gesehen, gestern ist Bayern halt in der Situation, wo sie jetzt gerade waren, an Grenze kommen. Weil sie kamen halt nicht über die erste Linie hinweg. Und wenn er es anders spielt und spielt es ganz, ganz offensiv, kann funktionieren, kann aber sehr gut sein. Die schalten zwei, dreimal um, Liverpool, und dann wundert sich alle, dass in der Halbzeit 2 oder 3-0 steht für Liverpool. Nur der Mané wundert sich nicht und der Salah auch nicht. Die freuen sich dann so und bist aber über die leerste Linie nicht hinweggekommen, weil dann ein Martinez, brutal wichtiger Spieler, ein super Spieler, der also wirklich überragend, also wer den Spieler hat. Aber gestern natürlich, wenn Thiago da nicht ganz so gut drauf ist und so, dann fehlt er ein bisschen, dass er durchs Mittelfeld marschieren kann, schmal an der richtigen Stelle und dann schaffst du es halt nicht. Klar, kann passieren, dass wir draußen sind und dass die Engländer mit 4 oder wie viel sind, wenn sie vorne sind. Natürlich sind das Tendenzen, ist ja klar. Aber, der Chala spielt nicht. In Leicester, bis jetzt. Einfach gar nicht. Er hat mal kurz eine Weile. Er hat mal ein, zwei Spiele gemacht. Aber. Weiß schon alles. Also Leicester ist nicht Erster. Und Zweiter auch nicht. Und Dritter. Spielt keine Rolle, dann kommt der Nächste. Und dann hat sie Qualität und gute Trainer. Und von dem her gibt es Tendenzen, aber ist Worst Case. Nee, finde ich nicht. Dann herzlichen Dank und bis morgen.